Startelf-Premiere für Rostocks Erik Engelhardt. Der 22-Jährige verdrängt unter anderem Pascal Breyer auf die Ersatzbank. Jens Härte hatte zuletzt dreimal in Folge verloren. Der FSV Zwickau hat Rückenwind nach dem 2:1-Erfolg unter der Woche gegen Meppen. Rostock in den dunklen Trikots vom Start weg, das spielbestimmende Team. Gute 15 Minuten sind rum. Zunächst einmal die Gäste von rechts nach links. Viel Kampf und dann wird's aber schick und schön. Nick Omladic ist das. Wen sucht er im Zentrum? Niemanden, er zieht selber ab. Nach 16 Minuten das 1:0 durch einen herrlichen Treffer von Nick Omladic. Es ist sein erstes Saisontor und da gibt es dann zur Feier des Tages nach diesem schönen Treffer das slowenische Paddeltier. Und einen hat man nicht vergessen, Moritz Littger mit Kreuzbandriss zum Zuschauen verdammt. Sein Trikot wird hochgehalten, starke Geste von den Kollegen, von den Zwickauern. Aus dem Spiel heraus wenig, dieser Freistoß schön anzuschauen. Aber für Markus Kolke dann auch keine echte Prüfung. Joe Enox sieht kein gutes Spiel seiner Mannschaft. Aus dem Positionsspiel heraus gibt es kaum Torgefahr. Vielleicht mit anschließenden Ecke Wolfram gegen Löhmanns Röhm. Und dann geht ein Aufschrei durchs Rund. Handspiel von Löhmanns Röhm, der die Hände vor den Körper zieht. Da gab es auch schon mal den Pfiff nicht in dieser Situation. Wir springen rein in Durchgang Nummer 2. Moritz Schröter, 2 Minuten gerade gespielt, zumindest mal ein Torabschluss. Davon gab es aus dem Spiel heraus im ersten Spielabschnitt nicht eine einzige Aktion. Bei den Gästen kam Manuel Farona Polido für den angeschlagenen Corbinian Vollmann. Und Farona Polido nimmt Fahrt auf dem linken Flügel. Vorbei an Jensen. Drin ist ein 16-Meter-Raum und der Ball ist drin im Tor. Eine sehr, sehr unglückliche Aktion. Der Gastgeber Manuel Farona Polido macht das stark, hat dann aber auch Glück, denn Außenverteidiger Marco Schikora buxiert das Leder unglücklich in die eigenen Maschen. Für Keeper Johannes Brinkis natürlich nicht zu parieren. In der Folge versteifte sich dann Rostock mehr und mehr auf die Defensive. Dieser tolle Pass von Jensen findet auch seinen Abnehmer Maximilian Wolfram. Aber Kolke, der wenig geprüft wurde, spielte prima mit. Die Uhr, sie tickerte immer weiter runter. Marco Schikora, der Außenverteidiger, dann nochmal 5 Minuten vor dem Abpfiff mit einem ganz guten Schuss. Aber der senkt sich eben auch erst hinter dem Kasten auf die richtige Höhe. Es war der letzte gefährliche Abschluss in diesem Spiel. Hansa Rostock kann nach 3 Niederlagen am Stück und nach 5 Auswärtsspielen ohne Sieg mal wieder jubeln. Und Jens Härte beschert damit seiner Mannschaft ein friedvolles und versöhnliches Weihnachtsfest. Ja, natürlich war es sehr wichtig. Wir haben gesagt, heute wir holen 3 Punkte, egal wie. Und das haben wir gemacht und wir sind alle froh. Und zweite Halbzeit kriegen wir halt mit dem 2-0 oder 0-2 halt die kalte Dusche. So wie die Mannschaft danach halt gespielt hatte, gut, wir haben alles nach vorne geworfen, war nicht schön, aber haben auf dem zweiten Ball gespielt, teilweise ordentlich gespielt. Ein paar Halbchancen, aber wieder viele Standardsituationen, die wir nicht verwerten können. Jetzt heißt es erstmal sich ein paar Tage besinnen, ehe es am 9. Januar, das ist ein Samstag, weitergeht für Hansa Rostock zu Hause gegen Haching. Zwickau hat sogar einen Tag mehr Zeit, sich vorzubereiten auf das Heimspiel gegen den VfB Lübeck. Alle Spiele der dritten Liga live, nur bei Magenta Sport.